Hallöchen, liebe Nagelfreunde. Ich dachte mir, ich zeige euch heute nicht ein Design, sondern einfach mehrere Designs. Und zwar wollte ich hier meine Präsentationsboxen einmal mit euch durchgehen, um euch so ein bisschen Inspiration zu geben und auch noch die Tipps zeigen, die bei mir da an der Wand gelandet sind. Das sind wirklich Designs, die es bei mir in die Box geschafft haben. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach los. Das Design kennen einige auch schon von Instagram. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Kann ich euch unten gerne verlinken. Ich finde es einfach nur wunderschön. Kommt später auch nochmal in einer anderen Farbe. Hier habe ich ein Magic Silver Cat Eye benutzt aus Linis Shop und habe da einfach noch ein bisschen Weiß drauf gemalt und Steinchen dazu gepackt. Schaut euch einfach nur diesen Funkeleffekt an. Das sieht so schön aus. Das Schokoladendesign, da habe ich sogar ein Video zu abgedreht, aber noch nicht geschnitten, weil ich dachte, es hat mir dann im Nachhinein doch nicht ganz so gut gefallen und ja, ihr könnt ja gerne mal abstimmen, ob ihr dazu ein Video sehen wollt. Das habe ich nirgendwo gepostet, die meisten sind wirklich auch auf Instagram zu sehen, also einigen habe ich auch keine Videos, aber das habe ich einfach irgendwann mal so gemacht und da das so simpel war, habe ich mir gedacht, das möchte sich bestimmt keiner angucken, deswegen habe ich es auch nicht gepostet. Das war mal bei einer Lini-Box, da war ich bei Lini vor Ort gewesen und habe das Design gemacht. Da gibt es auch wirklich kein Foto zu, geschweige denn ein Video, aber ich finde es wunderschön. So war die Wedding-Box, wenn ich mich nicht irre. Hierzu habe ich euch ein Video gezeigt. Ich finde diesen Effekt einfach richtig schön mit diesen schlichten Pastellfarben und dann halt dieses Glitzer, was so ab und zu durchschimmert. Das ist eins meiner Lieblingsdesigns. Auf der Rückseite ist dann auch noch das Gelb. Das hat halt vorne nicht mehr hingepasst, weil die Tipps einfach viel zu groß waren für diese Kärtchen. Die Präsentationsboxen verlinke ich euch übrigens auch unten in der Infobox als erstes. Das war eine Lini-Box gewesen. Da habe ich das Design zugemacht. Das wird man später auch nochmal auf kleineren Tipps sehen. Und das ist jetzt aber hier die Box mit den größeren. Das ist auch eins meiner Lieblingsdesigns gewesen. Das auch. Da wollte ich einfach mal wieder ein bisschen malen, ein bisschen One-Stroke. Es ist nicht ganz One-Stroke geworden, aber ich finde es einfach so, so schön und es ist ja matt versiegelt und man sieht dieses Fein-Silver-Pigment durch. Das gibt es auch bei Lini im Shop und ich finde es hat einfach so einen schönen, schimmernden Effekt. Das hier ist ein Marmor-Design, da habe ich euch auch ein Video zugemacht. Ich versuche die Videos alle unten zu verlinken, wenn nicht, schaut einfach mal meinen ganzen YouTube-Kanal durch. Zu ganz, ganz vielen Designs gibt es einfach Videos und der ist super easy nachzumachen. Hier habe ich auch kein Video zu, da habe ich einfach in der Mitte mit dem Royal Glitzer gearbeitet und rechts und einfach so ein paar Nieten draufgepackt. Dieses Design war sehr extravagant und da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ich würde es persönlich nie tragen, aber es war auch eine Inspiration von einer anderen Nageldesignerin und ich muss sagen, es hat super viel Spaß gemacht, das Ganze einfach zu kreieren. Hier habe ich mich so ein bisschen bei diesen Wet in Red Flowers ausprobiert. Ist nicht ganz so geworden wie bei den Videos, die ich gesehen habe, aber ich finde, sie sehen trotzdem wunderschön aus. Das war ein Valentinstagsdesign und weil ich einfach nicht mit Rot arbeiten wollte, habe ich hier mit Folie gearbeitet und mit so ein paar Overlays und ich finde es ganz gut geworden. Dieses Design habe ich auch abgefilmt und letztens auch gesehen, dass ich das noch gar nicht geschnitten habe, geschweige denn veröffentlicht habe. Und ich finde es eigentlich so simpel und schön. Vielleicht werde ich das demnächst dann doch irgendwann mal veröffentlichen. Hier habe ich auch so ein bisschen rumexperimentiert mit einem Pigment und mit so ein paar Zierstreifen. Finde ich ganz gut geworden, aber ist jetzt nichts Besonderes. Hier habe ich auch wieder mit dem Magic Silver Cat Eye gearbeitet. Ich weiß die Farbe jetzt nicht auswendig. Und so ein bisschen mit dem Liniengel rumgespielt. Hier kommen jetzt natürlich auch Weihnachtsdesigns. Aber es ist ein Design, was ich echt cool finde. Und zwar auch wirklich simpel zu machen. Ich meine, dazu habe ich auch ein Video gedreht. Aber nagelt mich jetzt nicht fest. Ganz auswendig kenne ich auch nicht alle Videos. Hier habe ich das Stain-Design, habe ich damals selber so genannt. Ja, das habe ich mir so ein bisschen selber ausgedacht. Das ist echt eine coole Methode, mit dem Stempel da Designs zu machen. Und das ist auf jeden Fall ein Chrompigment, was ich dann da drauf eingerieben habe. Dazu gibt es auch ein Video. Das ist wirklich ein ganz, ganz altes Design von mir. Leute, die mir schon länger folgen, die kennen das bestimmt. Da hatte ich mit Pigmenten gearbeitet, die mit Gel gemischt, mir ein French gemacht und diese Rosenschablone, das ist eine Schablone, ich liebe sie einfach. Das ist meine Lieblingsschablone. Hier ein schlichtes Halloween-Design, das ist auch schon wirklich etwas älter.
Aber es gibt halt so alte Sachen, von denen will man sich nicht wirklich trennen. Das ist so eine 3D-Spinne obendrauf, weil die halt auch so ein bisschen Erinnerungen, ja, wecken. Nochmal ein Weihnachtsdesign, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Ist nicht so mit den typischen Farben. Und war, glaube ich, auch mit den Farben aus einer Linibox gearbeitet. Hier wirklich, das sind so meine ersten schönen, längeren Nägel, die ich quasi so modelliert habe. Also nicht modelliert, sondern einfach so gemacht habe. Mit Einlegern, mit Fimos waren das hier. Und ja, wie gesagt, es sind halt so Erinnerungen von früher, von den ersten Designs, die ich gemacht habe. Sowas schmeißt man dann auch nicht weg. Das hier war ein Osterdesign, jetzt glaube ich dieses Jahr sogar zu Ostern gewesen. Ganz simpel, nur gestempelt, ein paar Glitzersteinchen rein, fertig. Aber es hat trotzdem was, wie ich finde. Wieder ein Osterdesign mit dem Aurora-Pigment und darauf dann gestempelt. Ihr könnt sehen, das Ganze leuchtet so wie Muscheln. Finde ich trotzdem irgendwie recht cool, ist recht voll, aber ja, hat auch irgendwie was. Hier ist wieder das Design, wo ich eben von gesprochen habe. Ich liebe dieses Design. Und das zweite habe ich jetzt nochmal für einen Livestream auf Facebook gemacht. Deswegen habe ich das doppelt. Das ist auch ein ganz schlichtes und simples Design mit der Farbe Sandy, glaube ich, aus dem Shop von Shellac ist das. Und einfach zwei Stempelmotiven obendrauf, aber zu Ostern richtig süß. Hier habe ich diese Rosen von Nail Champion nachgearbeitet. Die gibt es auf Instagram. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ist auch richtig, richtig schön, hat so einen 3D-Effekt. Hier nochmal ein kleines Osterdesign, ganz schlicht und einfach auch nur gestempelt und mit dem Eggshell-Lack ja, drüber gegangen. Hier auch wieder ein ganz, ganz simples Osterdesign. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber ich finde es trotzdem ganz süß und Geschmäcker sind ja verschieden. Hier habe ich mich mal wieder seit wirklich einem Jahr oder so an One Stroke geübt und ich muss sagen, es ist wirklich gut geworden. Nur meine Acrylfarben waren leicht eingetrocknet, deswegen war das ein bisschen schwieriger. Aber demnächst wollte ich euch ja auch mal ein One Stroke-Video machen. Hier habe ich einfach nur ein bisschen experimentiert mit einem kleinen, so ein Glitzer war das gewesen. Das habe ich euch, glaube ich, auf Instagram oder TikTok gezeigt. Und das sind einfach nur Pastellfarben mit diesem, ja, schwarzen Partikelchen mit drin. Hier, das war eine Linibox gewesen, die mit dem Motto Unicorn, genau, und da waren die Farben mit drin und das Einhorn in der Mitte habe ich selber gemalt. Jetzt kommt auch eins meiner Lieblingsdesigns. Ich weiß, Pink ist echt krass, aber ich fand die Art einfach cool mit diesem Farbverlauf. Und auf dem glänzenden Nagel ist immer eine matte Blume und auf dem matten Nagel ist immer eine glänzende Blume. Und das sieht dann echt richtig schön aus und dann die Steinchen noch dazu. Ja, so ein richtiges Girly-Design. Hier nochmal aus einem Livestream, ganz, ganz, ganz simples Design für Anfänger, so für Ostern. Jetzt kommen wir zu den Magic Silver Cat Eyes, sind die das, glaube ich? Sind es die Magic Silver? Ich glaube schon. Da habe ich so einen Bubble-Effekt, aber in grob gearbeitet. Auch richtig cool. Und dann hat das auch so einen 3D-Effekt. Unten drunter ist matt und die Kugeln sozusagen, die da drauf sind, die glänzen halt in diesem Effekt und sind glänzend. Hier das Ganze nochmal in glänzend, nicht 3D, sondern wirklich mit einer glatten Oberfläche. Sieht auch richtig toll aus. Das hier war auch eine Linibox gewesen mit dem Thema Geometric. Finde ich auch ein richtig schönes Design. Wenn du eine Frage zu irgendeinem Design hast, merk es dir, schreib auf, was es ist und frag mich in den Kommentaren. Vielleicht kann ich dir das Video zeigen, aber ich verlinke hier unten auch nochmal alle Videos, die ich jetzt so auf die Schnelle finde, wo ich ein Design zugemacht habe. Das war aus einem Livestream hier gewesen, auch mit der Minimalistic-Linibox, glaube ich, war es. Und hier das rechte gefällt mir so richtig gut mit diesem Roségoldfolie, matt versiegelt und dann schimmert die unten so richtig cool durch und das obendrauf, dieses Gesicht ist draufgestempelt. Da auch nochmal, das war aus einem Livestream, da hatte ich einfach drei Designs gemacht. Genau, recht simpel, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Das ist jetzt vor kurzem entstanden, auch mit der neuen Linibox. Animal Print war das, glaube ich, gewesen. Die gibt es vielleicht sogar noch. Ich bin kein Schlangenfan, aber irgendwie hat es mir dieses Design angetan. Das hatte ich halt woanders gesehen und habe es dann nachgearbeitet. Hier nochmal etwas mit der Animal Print Box. Genau, auch recht schlicht, aber trotzdem irgendwie cool. Zusammen würde ich sie nicht so tragen, aber vielleicht einzeln. Und auch eins meiner Favoriten, auch aus der Animal Print Box. Das ist halt mit so Chrompigmenten gearbeitet. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Genau wie zu diesem Snake, das zweite, das wir eben hatten. Zu diesem Snake-Design. Hier nochmal eins, was ich auch nicht veröffentlicht habe, weil diese Farbunterschiede von dem Gelb haben mich dann doch irgendwie gestört. Ist eigentlich ganz schick, aber es hat bei mir ja nicht so in die engere Auswahl geschafft, um es zu posten. Hier meine dritte Box, wieder mit der Geometric Linibox gearbeitet. Muss ich sagen, ist jetzt nicht so mega hübsch, aber ich finde es trotzdem ganz cool und ich wollte es irgendwie nicht wegschmeißen. Ganz simples Design, mit einer richtig schönen Grün und einer Folie gearbeitet. Also wirklich, da habe ich das Foliengel ausprobiert und
Es ging super schnell und ich finde, es macht voll was her. Auch ein Design, was es nirgendwo auf Social Media geschafft hat, weil man sieht einfach leider dieses Weiß auf den Tipps nicht so gut. Aber irgendwie wollte ich es auch nicht wegschmeißen, aber ich glaube, ich werde es aussortieren. Auch eins meiner Lieblingsdesign, auch ganz, ganz easy gearbeitet. Da habe ich euch, glaube ich, bei Instagram ein IGTV zugemacht oder auf TikTok, glaube ich, auch. Ist nur eine Stempelschablone und 4D-Gel. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht. Das ist auch eins meiner Lieblingsdesigns mit diesem Gelb, mit diesem Swirl auf dem rechten Tipp und in der Mitte dieser Wrap. Sieht einfach nur richtig knuffig und süß aus. Auch ein Design, was ich nie gepostet habe, aber irgendwie finde ich, hat es doch irgendwie was. Ja, also ihr seht, nicht jedes Design landet auf Social Media. Hier hatte ich, das waren meine Anfänge mit diesen Rosen. Vorhin hattet ihr Rosen ja auch schon gesehen. Ja, die fand ich nicht ganz so gut wie die anderen, aber trotzdem so, dass ich sie halt mit in die Box getan habe. Ihr seht, da rechts ist noch viel Platz. Da kommen noch andere Sachen mit dazu. Hier so ein bisschen herbstlich. Da habe ich, glaube ich, auch zu beiden ein Video gemacht. Und jetzt kommen noch mal so ein paar Stain-Designs, also wirklich mit diesem Stempel da drauf gestempelt sozusagen und dann mit Chrompigment eingerieben. Da habe ich auf jeden Fall auch ein Video zu. Hier so ein Leo-Look mit Bubble-Effekt. Wie man diesen Bubble-Effekt macht, habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Zeige ich euch dann auch. Also verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Hier nochmal das Stain-Design mit so einem coolen Chamäleon-Chrom-Pigment. Sieht mega aus, wenn man es einfach so im Licht hin und her winkt. Die nächsten drei sind auch wieder mit diesem Stain-Design gemacht und Pigmenten. Das eine war in matt, das ist jetzt in glänzend. Und das nächste einfach mit anderen Farben, rechts in matt und links in glänzend. Hier nochmal ein Bubble Design mit Folientechnik, dass der Leoparden-Look ist eine Folie. Ein Pigment habe ich, glaube ich, auch benutzt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Das ist ein ganz, ganz altes Design von mir, wirklich von meinen Anfängen. Aber irgendwie finde ich mit dieser Folie, das ist eine Folie, die ich mir so klein geschnitten habe und dann draufgelegt habe, hat es einen richtig coolen Effekt, so wie so ein zersplitterter Spiegel. Hier auch nochmal drei Designs, die ich früher ganz an meinen Anfängen gemalt habe. Ja, wie gesagt, sind nicht die besten, aber ich finde, ja, es hat irgendwie was. Da habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen und habe sogar gewonnen. Das ist alles handgemalt. Und auch hier nochmal zu dem linken habe ich, glaube ich, auch ein Video dazu. Halt von früher. Und auch hier habe ich ein bisschen mit 4D-Gel so ein bisschen rumexperimentiert. Und muss sagen, rechts dieser Schimmereffekt ist auch richtig schön. Auch nochmal ein altes Design, aber ich finde das irgendwie so cool. Das hat so was Märchenhaftes und deswegen landet das bei mir auch in der Box. Und das waren meine Disney-Versuche. Einmal Susi und Strolch. Susi hat leider ein bisschen dickeres Gesicht, aber das war auch ganz, ganz früher und da habe ich wirklich viel mit Hand gezeichnet. Jetzt kommen wir zu denen, die an der Wand hingen. Die Präsentationssticks, die ich hier habe, verlinke ich dir auch ganz gerne unten so mit den Präsentationsboxen als erstes, falls du die suchst. Ja, das war halt auch so ein Design, was ich nachgearbeitet habe. Hier habe ich mit diesem Stift von Neonails gearbeitet, der so eine schwarze Tinte mit drin hat und darunter ist Watercolor. Das hier war zwar auch zu einer Linibox gewesen. Unten drunter ist so ein Chrompigment, schön versiegelt und oben drüber die Farben mit einem Acrylpowder eingestreut, sodass ihr diesen matt glänzend Effekt habt. Na, das war auch so Rosen gewesen, die ich gezeichnet habe. Da habe ich damals auch einen Livestream zugemacht. Hier wieder mit diesem Stift von Neonails gemalt. Das fand ich so schön, einfach super simpel, aber so schön für Weihnachten. Hier habe ich mich ein bisschen an Aquarell ausprobiert. Einigen kommt der Kaktus in der Mitte bekannt vor. Da habe ich ein Design auf Instagram gepostet. Da hat meine Schwester den auf den Nägeln gehabt. Hier habe ich wirklich so ein bisschen barockmäßig rumexperimentiert. Unten drunter ist gestempelt, oben drauf ist mit Gold gemalt. Ja, manche finden es cool, andere nicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das war auch, glaube ich, ein Herbstdesign gewesen. Da hatte ich euch fünf Herbstdesigns gezeigt. Das ist auch ein Video gewesen, verlinke ich auch unten. Hier habe ich für meine Mama eigentlich nur rumexperimentiert. Die liebt diese Farbe und ich finde aber den Farbverlauf in Kombination mit dieser Farbe einfach so schön. Es ist super schlicht, aber ich fand es so schön, dass es bei mir dann auch an der Wand gelandet ist. Hier nochmal kleine Experimente mit diesen Wet in Wet Flowers. Hier auch ein bisschen rumexperimentiert mit Liniengel und Stempelschablonen.
Hier habe ich ein bisschen Schnörkel geübt. Und ich bin kein Grün-Fan, aber irgendwie gefällt es mir. Das liebe ich auch. Das sind Wraps und unten drunter, das habe ich halt mit so einem Stempel gemacht, dieses Weiß mit dem Grün vermischt. Ich glaube, ich hatte da auch einen Livestream zugedreht oder in IGTV, ich weiß es nicht mehr genau. Hier auch ganz simpel, dieses Silver-Fein-Pigment rechts auf den dreien und links einfach nur ein Mermaid-Pigment mit reingerieben in die Schwitzschicht. Nee, Sugar-Effekt ist das sogar und es ist super, ja, sieht super schön aus, finde ich. Hier nochmal drei, die ich so einfach so gemacht habe. Und viele Designs haben es gar nicht erst hier hingeschafft, deswegen schaut ab und zu mal bei Instagram vorbei. Hier, das war das erste Design, was ich euch gezeigt hatte und ich finde das in dieser Farbkombination 100-mal schöner und hatte das danach nochmal nachgearbeitet. Ja, weil es mich nicht losgelassen hatte. Hier nochmal mit diesem Stift gezeichnet. Den Fuchs habe ich auch wirklich per Hand gemalt. Da hatte ich auch nochmal den Stift so ein bisschen getestet, was man damit alles machen kann, ob man da Sachen ausmalen kann und so. Das hat aber auch nicht auf Social Media geschafft. Sieht aber trotzdem irgendwie cool aus. Hier hatte ich mit den Sachen von Aeropuffin gearbeitet und auch wieder ein bisschen Schnörkel geübt. Zu dieser Tupftechnik mit diesen Gelpasten werde ich euch demnächst aber auch nochmal ein Video hochladen. Ich habe da nämlich ein kleines Update für euch. Hier nochmal aus der Unicorn-Box die Farben und auch so ein Wrap und dieses Glitzer war da mit dabei. Die war so cool, die Box. Und ja, was ist das für ein tolles Girly-Design. Und das ist eins meiner Lieblingsdesigns. Ich kann euch jetzt gerade nicht mehr sagen, welches Pigment das ist. Das weiß ich wirklich nicht. Und diese Farben, das sind die Candy-Pastell-Farben aus Lindy's Nail Shop. Die sind einfach so schön und ich liebe dieses Design. Ich glaube, ich werde das demnächst auch irgendwann mal auf meine Nägel machen. Das war auch eine Lindy-Box gewesen. Das Motto weiß ich nicht mehr, aber das Design gefällt mir richtig gut. Und nun meine aktuellsten Designs. Da hatte ich letztens auch einen Livestream auf der Lindy Nails Seite zugemacht. Das war mit der Flamingo Box jetzt gewesen, die diesen Monat rausgekommen ist. Hier dann auch mit Farbverlauf links, rechts mit einem Mermaid Farbverlauf auf dem Grün und das andere, die beiden sind Wraps. Dann hier nochmal dieses Gelbe mit diesen Toucans und den Palmen. Finde ich richtig, richtig schön für den Sommer. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, sind einige der Designs hier gar nicht mit dabei, denn viele Designs habe ich gar nicht auf Tipps gearbeitet, sondern wirklich nur an echten Händen und ich arbeite die dann halt nicht nochmal auf Tipps. Also schau einfach auf Instagram vorbei, da siehst du fast alle meine Designs, die ich poste. Und hier dieses Design zum Beispiel, das habe ich gar nicht auf Tipps gezeigt und ich finde es super, super schön mit diesem Schwarz. Genau, und da findest du auf jeden Fall noch mehr Designideen. Also folge mir da sehr, sehr gerne. Ich heiße da Mimi Made It Nails und ich freue mich, wenn ich dich dann dort sehe. Und wenn du natürlich auch ein Like da lässt, also ein Herz, dann würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dieses kurze, ja, aber trotzdem inspirierende Video hat dir vielleicht gefallen, hat dir vielleicht irgendwie eine Idee gegeben für dein nächstes Nageldesign. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.